Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Mal ein sehr ernstes Thema. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich habe letztes Jahr im November oder im Dezember ein Video gemacht über häusliche Gewalt, sehr ernstes Thema. Und diesmal wollen wir uns ein neues Format angucken, das von der CSU im Bundestag kommt. Und das nennt sich Neu CSU Episode 1, ja, für die, die es vielleicht nicht ganz gerafft haben, ja, Episode 1 ist neu. Und wenn wir uns mal das Thumbnail angucken, dann schauen wir mal, das ist ja ganz wichtig, so als Eyecatcher, weil wir wollen uns natürlich angucken, nicht nur inhaltlich, aber was natürlich die Öffentlichkeitsarbeit in der CSU natürlich versuchen will mit dieser, ja, mit diesem neuen, hippen, jungen Format. Und wir ja alle wisst, war die CSU natürlich immer dafür bekannt, wenn wir uns jetzt mal stellvertretend die Parteivorsitzenden angucken, dass es natürlich immer eine sehr, sehr junge Partei ist und sie immer mehr Wählerstimmen bekommt, weil im Vergleich zu anderen Parteien natürlich nicht die alte Wahlbevölkerung wegstirbt, ja, sprichwörtlich. Dann schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn da alles hier? Greta Thunberg, die natürlich hier, wie ihr natürlich sehen könnt ihr hier Krypto-Fascho, hier einen Hitlergruß machen. Dann sehen wir hier ganz, ganz böse irgendwelche Kommis und Antifa-Flaggen. Dann haben wir hier unten links selbstverständlich, haben wir ja, ein Aufbauhelfer hier mit seinem wichtigen Werkzeug zur Aufbauhilfe. Und rechts natürlich, ja, wer hätte es gedacht? Merkel schaut ihn schon so eifersüchtig an oder so bewundernswert und sie ist so klein im Vergleich zu ihm. Den Horst Seehofer, der ganz groß dasteht. Olaf Scholz daneben von der SPD. Ja, Winzlinge im Vergleich zum Seehofer. Der Mann, der schon so vieles geleistet hat, wie zum Beispiel viele Sachen. Also es sind sehr viele Sachen. Ich könnte es hier gar nicht, also meine SD-Karte hat nur 64 Gigabyte Platz, passt alles gar nicht drauf, selbst wenn ich es auf die niedrigste Qualität stellen würde. Aber dann schauen wir uns doch einfach mal an, was für ein prachtvolles Exemplar hier an Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde. 833.000 Aufrufe, das Video ist schon eine Woche draußen. Das Like-Dislike-Verhältnis selbstverständlich. Also ich merke auch gerade, dass die Subscriber, ja, die Abonnenten irgend fast genauso hoch sind wie die Likes. Nun ja, wenn ihr natürlich auch ein anderes cooles Video dazu sehen wollt, da hat hier der Marvin von Mind Interesting Pictures ein sehr geiles Video dazu gemacht. Kann ich euch wärmstens empfehlen, auch seinen anderen Content. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Ich stelle das auch mal ein bisschen schneller ein. Dann gucken wir einfach mal. Servus und herzlich willkommen zur CSU. Okay, alles klar. Der Social Media Show der CSU. Bundestag, ich bin der Armin und ich werde. Oh, das ist der Armin. Übrigens, der Armin, der hatte davor keine blonden Haare. Wahrscheinlich hat irgendjemand aus der Öffentlichkeitsarbeit Jahrgang 1920 oder so bei der CSU gedacht, weil die sich noch ganz vage an die 90er Jahre und Eminem irgendwie erinnern konnten oder Anfang 2000er. Hey, da haben sich doch alle coolen Kids hier so die Haare blond gefärbt. Hey, ihr Armin, macht es doch mal auch. Ja, also und man hat auch irgendwie rausgefunden, dass der bisher sein aktuellstes Foto, er noch keine gefärbten Haare hatte, bis jetzt natürlich. Aber was schon vom Video-Editing, also Servus ganz und komisch herzlich ist, willkommen zur CSU, der ist irgendwie, ich weiß nicht, die haben sich wahrscheinlich ein LeFloid-Video angeguckt. Wisst ihr, wenn da irgendwie was einblendet, kommt immer so, natürlich immer Sounduntermalung, damit die ganz blöden Leute, die das dann angucken, irgendwie verstehen, ah, da ist gerade eine Einblendung. Aber das sieht irgendwie eher so aus, als, weiß nicht, während des Renderprozesses einer irgendwie Elektromagneten in den Computer reingeworfen hätte. Naja. Social Media Show der CSU im Bundestag. Ich bin der Armin und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Los geht's! Boah, jetzt geht's ab. Klima. Boah, und habt ihr das gehört? Hier. Jetzt geht's ab hier. Klimaikone Greta Abramowitsch. Thunberg ist diese Woche mit einer Millionenjacht des Yachtclub de Monaco in New York angekommen. Habt ihr gemerkt, was für ein
intelligentes Framing das war. Ich lasse es nochmal abspielen. Achtet mal darauf, was er genau sagt. Woche mit einer Millionenjacht des Yachtclubs in Monaco in New York angekommen. Seht ihr? Perfektes Framing von Monaco, ja. Da, wo die ganz Reichen sind, Yachtclub. Nun ja, was wird er wohl als nächstes sagen? Also für die, die es vielleicht nicht wissen. Und vielleicht, um das nochmal kurz als Prämisse rauszuhauen. Mich nervt es auch mit Greta Thunberg, dass die da immer so als Ikone so, keine Ahnung, so krass sensationalisiert wird. Geht mir auch auf die Nerven. Kann ich einerseits natürlich auch verstehen, denn der menschengemachte Klimawandel ist ein unglaublich riesiges Problem, das die ganze Menschheit angeht. Aber letztendlich dieser ganze Sensationalismus um sie rum ist meiner Meinung nach over the top. Verstehe ich natürlich, ist auch krass, dass, sag ich mal, so ein junger Mensch sich so krass dafür einsetzt. Und da wird natürlich auch viel Blödsinn über die geredet. Und das gefällt natürlich den Medien. Ja, Bad Publicity ist auch Publicity und gibt natürlich Klicks, was wiederum Geld bringt. Und die, die sich darüber aufregen, verhelfen natürlich auch den Medien, den Zeitschriften, Zeitungen und so weiter, dass es natürlich weiterhin auf der Agenda bleibt. Das ist jetzt, denke ich, so mein Gespür dafür. Ziel der Reise war unter anderem zu zeigen, wie man CO2-neutral in die USA reisen kann. Ob das jetzt wirklich jeder so machen kann wie die Greta, sei dahingestellt. Aha. Und? Aha. Aber seht ihr das Framing? Millionenjacht. Ja, Monaco, Yachtclub. Ob das jetzt jeder so machen kann? Klimaneutral? Leider nein, denn um die Yacht zurück nach Europa zu bringen, müssen 5 Leute nach New York fliegen. Auch die Crew, die Greta über den Atlantik gesegelt hat, fliegt zurück. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es schon Leute, die dort sind, wer weiß. Interessante Definition von klimaneutral. Wäre Greta einfach in die USA geflogen, hätte sie unterm Strich deutlich weniger CO2 produziert. Also, liebe Greta, wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger. Ist besser fürs Klima. Word up. Dennoch. Jeder weiß, dass Fliegen von, sag ich mal, Auto oder Zug mit Abstand am meisten CO2-Emissionen raushaut. Und ich finde diese Hyperfixierung aufs Fliegen unglaublich dämlich. Ich meine, in Deutschland selbst, was macht ein Fliegen jetzt aus von einem Otto-Normalbürger im Schnitt irgendwie 5% oder weniger? Also, dass man sich so darauf fokussiert, anstatt man zum Beispiel zu gucken, wie ist es mit der Wärmedämmung oder der Heizungsnutzung auch, wie viel CO2-Emissionen oder Energie da verbraucht wird oder bei anderen Sachen. Und dass man sich so hyperfixiert auf diesen Blödsinn, der ist Klimaaktivist, aber du bist da mal geflogen, du hattest Spaß, warum läufst du nicht? Oder was soll das? Oder soll man jetzt irgendwie, weiß nicht, die CO2-Emissionen, die man so ausstößt durchs Atmen, irgendwie extra in eine Gaskartusche einfüllen? Ja, mit einem Schlauch irgendwie so einem Atemgerät. Was ist denn das für eine blöde Logik? Und wie hat er das genannt? Ärgernis der Woche? Ärgernis? Schau mal. Aufreger der Woche. Lieber Ikonik dazu bringen müssen, 5 Leute nach. Da haben sich so viele aufgeregt, ja. Also die Menschheit geht zugrunde, der einzige Planet, den wir haben und so bla. Aber Greta Thunberg, die ist mit der Millionenjacht da. Die Greta über den Atlantik gesegelt hat. Naja, aber kommen wir mal zum nächsten Greta, Thema. Wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger. Ist besser fürs Klima. Word up. Dennoch, guter Ansatz, denn bei uns im Bundestag versuchen die Grünen es erst gar nicht klimaneutral. Sie steigen direkt in den Flieger und dann auch mehr als alle anderen. Dabei betonen die Grünen immer, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist. Jetzt kam heraus, die fliegen am allermeisten. Seit Beginn dieser Legislaturperiode haben die Grünen Abgeordneten die meisten Einzelflugreisen unternommen, nämlich satte 126. Ja, liebe Grüne, weiterhin guten Flug. Was ist das so eine dumme... Also, ich meine, sollen wir jetzt überall hinlaufen? Was ist denn das für eine Hyperfixierung? Also ich finde die Hyperfixierung teilweise, die von manchen Grünen kommt, natürlich auch bescheuert. Aber ich finde es auch zum Beispiel bescheuert, muss man jetzt von München nach Stuttgart fliegen, wenn man vielleicht auch den Zug nehmen kann? Und dann ist natürlich auch die Frage, kann man sich das überhaupt leisten? Weil Zugfahren relativ teuer ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Stuttgart nach Berlin will, dann zahle ich halt für ein ICE super Sparpreis-Dings, hast du nicht gesehen, Ticket. Was weiß ich, wie viel Kohle. Und ein Flug kommt mich halt dreimal billiger.
Aber wo sie da die Reize setzen, dass das natürlich umgepolt wird, weil keine Mehrwertsteuer auf Flüge, keine Kerosinsteuer. Also ist ja klar, warum es so billig ist für so ein Riesending, dass eigentlich in Relation zu allen anderen Verkehrsmitteln so viel krass mehr die Umwelt verpestet. Und wo gehen jetzt die Grünen hin? Zu Klimaschutzkonferenzen irgendwo anders hin und so? Also sind das jetzt Heuchler? Also was macht denn das irgendwie für einen Sinn? Also irgendwo muss man ja hinkommen. Der Terminplan ist natürlich eng gestrickt und da kann man nicht einfach mal, weiß nicht, 10 Stunden lang irgendwie mit dem Zug irgendwo hinfahren, wenn man im Vergleich dazu schnell dorthin fliegen kann. Und ich denke mal, selbst bei den Grünen, und da habe ich ein bisschen nachgeforscht, selbst die haben natürlich nichts dagegen, dass man über weite Strecken fliegt. Man soll es halt nur nicht übertreiben, selbstverständlich. Aber wie das in Relation ist, für was die geflogen sind und so, keine Ahnung. Niemand weiß es, aber wenn man fliegt und fürs Klima ist, dann ist man natürlich ein ganz, ganz blöder, heuchlerischer Mensch. Und das ist natürlich immer die Taktik von vielen, dass sie immer so eine Pseudo-Heuchelei irgendwie herausfinden. Aber ist ja nichts. Aber sind wir nichts anderes gewesen. Letzten Samstag gab es in Dresden ja die Unteilbar-Demo. 35.000 Menschen sind nach Veranstalterangaben gekommen, um friedlich für eine offene und freie Gesellschaft zu demonstrieren. Aber Moment! Deutschlandflaggen waren ausdrücklich nicht erwünscht? Hä? Gehört das etwa nicht zu unserer offenen und freien Gesellschaft? Ich dachte hier immer, Schwarz-Rot-Gold steht für Einigkeit und Recht und Freiheit. Hätte ja eigentlich ganz gut gepasst. Also was eine Organisatorin mal meinte dazu, zu den Flaggen, weil das ist ja nichts Neues, können wir uns ja mal kurz angucken. Es gab Kritik, weil keine Deutschland-Europa-Fahnen erlaubt waren. Es gab kein Fahnenverbot auf unserer Demonstration, das haben wir gesagt. Wir haben aber auch gesagt, die Deutschlandflagge soll nicht Symbol unserer Demonstration werden. Dann lieber die Regenbogenflagge aus dem Queerblock, die Gewerkschaftsfahnen oder Refugees Welcome. Die Deutschlandflagge wollten wir nicht. Ist das nicht auch intolerant? Ich glaube nicht, dass das intolerant ist. Das hat einfach damit etwas zu tun, dass diese Flagge gerade unglaublich von rechts konnotiert ist. Und wir wollen auch nicht für Nationalstolz stehen, sondern für andere Themen, für soziale Themen. Die Flagge war nicht verboten, aber auch nicht erwünscht. So, davon kann man jetzt halten, was man will. Ich finde schon, dass die Deutschlandflagge für bestimmte Sachen steht und dass man versuchen sollte, das bestimmten Parteien oder Akteuren aus der Gesellschaft wegzunehmen, die das natürlich nationalistisch konnotieren wollen. Aber wenn das eben gerade für die so ist und die das sich nicht so wünschen, ist es jetzt so ein Riesen-Eklat? Ist es jetzt so schlimm, dass da Deutschlandflaggen jetzt nicht erwünscht waren? Ich glaube nicht. Stattdessen gab es aber Antifa-Flaggen und DDR-Symbole, also schwarzen Block und Kommunismus-Nostalgie. Also man konnte mit Deutschlandflaggen rumlaufen, die waren jetzt nur nicht erwünscht. Und ich meine, was sieht man da jetzt? Jemand mit einer MLPD-Flagge? Antifa-Flaggen und DDR. Stattdessen gab es aber Antifa-Flaggen und... Und irgendwie so, ich weiß nicht, was haben wir da jetzt gesehen? Bei wie viel? Über 30.000 Menschen? Haben wir jetzt irgendwie 5, 6, 7 Leute gesehen? So, okay, geil. Und ich meine, guck mal, das ist ja nicht mal ein richtiges Schild. Das ist sogar ein Typ, das hängt an seinem Ding da dran. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, natürlich hat man immer wieder Spackos irgendwie dabei. Aber ich meine, selbst bei der Artikel 13-Demo gab es auch Flaggen, Antifa oder so Zeug, was da irgendwie, weiß nicht, nehme ich da jetzt irgendwie die ganzen Leute irgendwie in Mitschuld diesbezüglich? Schreck, mit Extremisten gegen Extremismus demonstrieren. Krasser Fail. Deswegen an die Organisatoren von Unteilbar. Nehmt eure eigene Message ernst. Sagt Ja zu Schwarz-Rot-Gold, zur offenen Gesellschaft und Nein zu Antifa und DDR-Nostalgie. Aber jetzt mal generell über dieses Unteilbar-Ding zu reden. Ich meine, da gibt es wirklich viel zu kritisieren und teilweise, ich glaube, von dem Hauptredner, dem Organisateur, der auch Verbindungen zu Linksextremisten hat, die vom Verfassungsschutz und so beobachtet werden, halte ich auch für No-Go. Ich finde es nur immer so komisch, dass wenn was darüber gesagt wird, so alles Gute davon irgendwie total ignoriert wird und dann gesagt wird, ja, guck mal. Aber da habe ich ein Bild irgendwie mit so zwei Leuten, die waren irgendwie blöd, ja. Und das gerade irgendwie von der CSU kommt, keine Ahnung.
Message ernst. Sagt Ja zu Schwarz-Rot-Gold, zur offenen Gesellschaft und Nein zu Antifa und DDR-Nostalgie. Ja, die CSU und die offene Gesellschaft, ja. Das kennen wir natürlich. Ich erinnere nur an letztes und vorletztes Jahr und die Auswüchse, die auf einmal dann von der CSU kommen, ja, mit dieser Sprache, die sie auch gegenüber Geflüchteten hatten und die dann auf einmal wieder zurückgerudert sind, weil sie gemerkt haben, oh, die AfD liegt auf einmal zu. Das ist ja ganz, ganz komisch, auch vor dem Landtagswahl in Bayern. Und dann auf einmal irgendwie sich dafür eingesetzt haben, man soll nicht hetzen und bla und so. Also wie muss man natürlich sehen. An all die Politiknörgler da draußen, die sich beschweren, dass die GroKo in Berlin nichts zustande bringt. Das Gegenteil ist der Fall. Die GroKo ist besser als ihr Ruf. Yeah. Das wussten wir schon lange, aber das hat jetzt auch eine Studie der politisch unabhängigen Bertelsmann. Der politisch unabhängigen Stiftung, also ich kann euch das auch gerne in dem topgepinnten Kommentar verlinken. Ja, unten die unabhängige Bertelsmann Stiftung. Hust, hust, hust. So unabhängig, wie er das jetzt so behauptet, ist es natürlich nicht. Aber um das geht's ihm in den ersten 15 Monaten ihrer Regierungsarbeit hat unsere Koalition schon fast 2/3 der Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag teilweise oder vollständig umgesetzt. Kostprobe gefällig? Wir haben das Kindergeld und den Kinderfreibetrag erhöht. Und jetzt die Abschaffung des Soli auf den Weg gebracht. Ja, ihr Ossis kriegt keine Kohle mehr. Wenn also mal wieder jemand in eurem Umfeld die große Meckerei über die Politik in Berlin anstimmt, schickt ihm doch einfach einen Link zu diesem Video. Die GroKo liefert. Was hat denn das jetzt überhaupt mit irgendwas zu tun, quantitativ zu sagen, hey, wir haben schon so viel umgesetzt. Was ist denn mit den Sachen, die sie zum Beispiel ganz groß plakatiert hatten mit den Forderungen, mit denen sie Wahlkampf gemacht haben und die vielleicht nicht umgesetzt haben oder vielleicht gebrochen hatten. Vielleicht sind das alles so Forderungen oder was waren denn ihr Beitrag dazu? Also man weiß überhaupt nichts davon. Soldat ist kein Job wie jeder andere und wir wollen das besonders würdigen. Am 1. Januar 2020 geht's los. Freie Fahrt für Soldaten in Uniform in Nah- und Fernverkehr. Jetzt haben uns die Grünen gefragt, warum man an den Verhandlungen dazu eigentlich nur die CSU beteiligt. Ja, warum denn wohl? Wann habt ihr jemals was für die Bundeswehr getan? Genau, noch nie. Ach so, also wenn es irgendwelche Klimaverhandlungen gibt oder irgendwas anderes, dann muss man die CSU auch nicht einladen. Weil was interessiert euch das dann? Also, ja, gute, krasse, steile Logik, muss man schon wirklich sagen. Aber wenn ihr eure Meinung jetzt geändert habt, bitte, ihr seid immer willkommen. Hä? Okay, alles klar. Also man hat im Vorab schon gesagt, nee, kein Bock. Und überhaupt diese ganze Diskussion, dass die umsonst mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren dürfen. Also, wir hatten es ja erst vorhin davon, fliegen. Und Zugfahren und so ist zu teuer. So. Und jetzt kommt die CSU daher. Und wir sehen ja, dass wir in der Infrastruktur und dass Autos jetzt auch nicht so nachträglich toll sind. Nicht nur Autos an sich, weil wir brauchen ja auch die Infrastruktur dafür. Straßen, die müssen saniert werden, alles Mögliche. Und das ist arschteuer. Und wir versuchen auch vom CO2-Abdruck natürlich, dass die Leute in eher Busse, sage ich mal, oder auch in Züge verfrachtet werden, wenn man das mal so sagen darf, damit natürlich pro Kopf der CO2-Ausstoß natürlich niedriger gehalten wird. Und jetzt sagt man auf einmal, hey, hier für Soldaten und so, die dürfen umsonst. Alles andere interessiert mich nicht. So, okay, alles klar, cooles Versprechen. Ich meine, vielleicht habe ich da ein bisschen eine andere Meinung, wie ich zu anderen Leuten. Ich finde es schon, hat Respekt verdient, wenn einer bei der Bundeswehr ist. Ja, jetzt hassen mich wahrscheinlich meine ganzen eher linken Fans aus der Community. Aber ich finde das schon, das ist eine Sache, die bestimmten Respekt hat oder dem man Respekt zeigen soll, auch Polizistinnen und Polizisten gegenüber. Aber dass man da irgendwie jetzt sagt, so hier, die kriegen das jetzt alles umsonst, aber der Rest interessiert uns nicht, ist schon irgendwie komisch. Ist schon irgendwie komisch, vor allem wenn man danach natürlich guckt, dass vor allem Leute, die nicht so viel Geld haben, die wirklich viel für das Pendlerticket
wirklich ein Riesenloch reingebrannt wird ins Portemonnaie, damit sie einfach nur zur Arbeit kommen, weil sie sich das natürlich nicht leisten können, weil sie sich die Wohnung natürlich nicht leisten können, wo es zentraler gelegen ist, vielleicht zu ihrer Arbeit. Die gucken halt irgendwie dumm aus der Wäsche und denken sich so, okay, was ist das? Also, weiß nicht, wo die Logik ist. So, das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Like, kommentiert und teilt das Video. Folgt unseren Jede Einblendung hat natürlich einen Soundeffekt. Anderen Social Media Plattformen. Ganz liebe Grüße gehen nach Brandenburg und Sachsen. Denn am Sonntag nicht vergessen, Tatort schauen. Servus. Okay, also wie ihr schon sehen konntet, cringe pur. Aber gutes Meme-Material, muss man ja sagen. Aber um vielleicht mal ein bisschen ernster zu werden, die Taktik ist ja klar mit diesem Video, was da die CSU gemacht hat. Wir versuchen das irgendwie jung und hip zu machen, ja, die Leute aus der Öffentlichkeitsarbeit sind zwar auf dem Stand der 80er und 90er Jahre, haben uns ein paar Sachen abgeguckt und übertreiben mal ein bisschen. Das ist wahrscheinlich so die Taktik gewesen. Aber inhaltlich, um mal ein bisschen ernster zu sein, ist es ganz klar, was die CSU da gemacht hat. Haben sich bestimmte Leute genommen, bestimmte Sachen, bestimmte Gegner und einfach nur schlecht geredet. Ja, die ganze Zeit versucht, irgendwelche Heuchlereien aufzustellen. Und teilweise war da ja auch legitime Kritik dabei. Ja, bei der Unteilbar-Demo, warum es da teilweise irgendwie so linksextremistische Verbindungen gibt, ja, die natürlich minimal sind im Vergleich zu allen möglichen Leuten, die dabei sind. Ich glaube, bundesweit waren es fast 250.000 Leute. Aber dass man halt versucht, immer so Sachen schlecht zu reden. Und das ist eine ganz einfache Taktik, die ihr auch ganz oft auf YouTube seht. Wie man sich besser darstellen kann. Einerseits natürlich, indem man über seine Überzeugung redet und seine Lösungen auch und damit aufzeigt, wie es besser gehen kann, wie es besser ist, damit man besser selbst höher gestellt wird. Oder man versucht natürlich, die anderen schlecht zu machen. Die ganze Zeit. Und da haben wir jetzt nicht wirklich was gesehen hier in dem Video, ja, sachmäßig. Man redet halt nicht mehr über den Sachgegenstand, über das Dritte, über das Objekt, sondern über die anderen. Und wenn man jetzt so ein paar Sachen verändern würde an dem Video, ich meine, von der Farbe passt es her. Wenn man die Sprache noch ein bisschen ändern würde, radikaler, dann sehen wir ja ganz klar, in welche Richtung das gehen soll. Und das ist eigentlich das, was mich an diesem Video am meisten stört. Es ist cringe, es ist übertrieben schlecht gemacht, es ist wirklich eine Parodie. Eigentlich, wenn die jetzt irgendwie geschrieben hätten oder wenn das am 1. April rausgekommen wäre, April, ja, das ist nur eine Parodie auf irgendeine blöde Öffentlichkeitsarbeit auf YouTube für junge Leute, CSU und so weiter, dann wäre es witzig gewesen. Aber das ist tatsächlich den ihr Ernst. Also ich bin schon gespannt auf Episode 2. Ich hoffe mal, die flennen nicht so sehr rum. Aber was mich einfach bedrückt, ist diese Diskurstaktik. Ich finde es wichtig, dass man auch die Gegner kritisiert und dass man ja das Problem auch teilweise beim Namen nennt. Selbstverständlich. Aber das Erste, was dann natürlich rauskommt, und das darf man auch nicht vergessen, das ist denen ihr erstes Video. Damit muss man die Leute ködern. Und was macht man natürlich? Über die anderen reden. Wie blöd die sind. Also vielleicht mal so ein Tipp an euch, liebe CSU. Wenn ihr dauernd nur über andere schlecht redet, dann kommt es für mich ein bisschen heuchlerisch rüber. Ja, für die Heimatpartei mit eurer schönen Natur und so, von der ihr immer darüber redet, dass man die zu schützen hat und blan, hast du nicht gesehen. Ist es schon ein bisschen komisch, dass ihr euch dann letztendlich über die Leute lustig macht und die versucht schlecht zu reden, die eigentlich das schützen wollen, was für euch immer am wichtigsten ist. Und um vielleicht mal auf das Soziale in eurem CSU anzusprechen, nun ja, da gehört natürlich auch, dass man sich gegen Rassismus stellt, gegen Extremismus, auch von Extremismus aus der Seite selbstverständlich, weil wenn das Einzige, was von euch kommt, nur Kritik ist in der Richtung, aber keine Haltung, die dann ununterscheidbar ist von anderen extremistischen Gruppierungen, die auch teilweise im Bundestag hocken, dann weiß ich nicht, was ihr letztendlich für eine Zukunft für unser Land wollt.